Herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge. Und willkommen zu einem kleinen persönlichen Jubiläum. Ich habe den 100. Film entwickelt und möchte eine kleine Rückschau halten und euch 10 Fehler zeigen, die ich so im Laufe dieser 100 Filme gemacht habe. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Viel Spaß bei diesem Video. Hattest du am Anfang Probleme mit dem Fixierbad? Am Anfang habe ich ein abgelaufenes Fixiersalz genommen, das immer so einen leichten, schwefligen Geruch schon hatte, wenn man es eingesetzt hat. Und das Problem ist, dieser Geruch ist bis heute in den Negativen drin und ich habe ihn selbst nach stundenlangen Wässerungen nicht mehr rausgekriegt. Ich denke mal, das dürfte auch der Haltbarkeit nicht dienlich sein. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass die Negative, die oben und unten drunter liegen, jetzt hier gewissermaßen in Mitleidenschaft gezogen werden. Zum Glück sind es nur die Anfängerbilder. Bei denen wird das nicht so wahnsinnig viel ausmachen. Hast du von Anfang an Netzmittel genommen oder wie bist du da drauf gekommen? Ganz am Anfang habe ich noch kein Netzmittel benutzt, sondern die Filme lediglich abgestreift. Und ich habe auch später, als ich angefangen habe, Netzmittel zu benutzen, den großen Fehler gemacht, es nicht sauber zu dosieren. Ich habe Netzmittel immer so nach dem Einschussprinzip genutzt und es war jedes Mal ein bisschen zu viel. Mhm. Und die Rückstände vom Netzmittel sind ungefähr so schlimm wie Kalkrückstände, deswegen kann man es sich dann auch einfach sparen. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, destilliertes Wasser mit wirklich einem Milliliter pro Liter, also wirklich ganz, ganz winziger Teil oder vielleicht 2 Milliliter, es ist, mehr würde ich aber nicht machen, anzusetzen und das wirklich dann so aufzubewahren und immer wieder zu verwenden. Das ist ja auch extrem lange haltbar. Als Anfänger scheint es ja sehr schnell plausibel sein, Film in diesen Filmdosen aufzubewahren. Wie hast du das denn gemacht am Anfang? Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Meine Filme waren bis zum, weiß ich nicht, 10. oder 15. Film alle noch in den Filmdosen gelagert und ich habe da auch wunderschöne Etiketten drauf geschrieben, hatte dann so eine Zigarrenkiste, wo die alle drinnen gewesen sind. Das hat sich nicht bewährt, denn bei jedem Auf- und Abrollen sind die Filme natürlich mehr verkratzt und man hat sie immer wieder angelangt und die mechanische Beanspruchung hat die Bilder auf die Dauer sehr kaputt gemacht. Und wenn ich gelungene Bilder, die ich bis heute für gelungen halte, von diesen alten Filmen wieder machen will, ärgere ich mich häufig, dass ich das so gemacht habe. Inzwischen habe ich die in so Pergaminhüllen umgepackt und die Erfahrung gemacht, dass der Drall halt auch nach einem Jahr in dem Ordner, selbst mit Pressdruck, hier nicht wieder verschwindet. Man müsste den Film einmal in die konträre Richtung aufrollen und ihn da für ein paar Wochen stehen lassen oder ihn vielleicht sogar in der Hosentasche für einen Tag lang mit sich mitführen, damit er so ein bisschen Wärme kriegt und der Drall dann dadurch ein bisschen schneller weggeht. Aber das Problem ist, wie gesagt, nach wie vor, dass sie sich ein bisschen rollen. Ich hatte mal ein Problem mit der Lichtdichtung von der Kamera und bin nicht drauf gekommen. Hattest du auch mal das gleiche Problem? Ja, die meisten Spiegelreflexkameras aus den 70er bis 80er Jahren haben Probleme mit den Lichtdichtungen. Ältere Kameras haben diese Lichtdichtungen nicht und neueren Kameras ist es meistens noch in Ordnung. Da sollte man nicht geizig sein und diese Lichtdichtung auch austauschen. Ich habe bestimmt 10 Filme, bei denen ich immer wieder mit neuen Techniken versucht habe, die Lichtdichtung zu machen, also mit irgendwelchen Tape-Streifen außen dran und so weiter. Aber natürlich funktioniert es nicht. Und man kann diese Lichtdichtung wirklich preisgünstig und erneuern lassen oder man kann sie halt auch einfach selber erneuern. Das ist auch kein Hexenwerk. Da gibt es genug Anleitungen online. Du hast ja diese schönen Hüllen hier. Kann man da irgendwas falsch machen? Ich habe ganz am Anfang 5er-Streifenhüllen gehabt, weil die bei irgendeinem Konvolut eines Fotolabors mit dabei gewesen sind und habe die Erfahrung gemacht, dass natürlich ein 36-Bilder-Film da nicht reinpasst, weil wenn man die Negativstreifen in 5 Bilderabschnitte einteilt, dann wird es zwangsläufig so gehen, dass du 2 Streifen übereinander reinlegen musst. Und wenn du in 6er-Streifen schneidest, wird am Rand immer ein Bild überstehen und das wird immer ungeschützt sein. So sind diese Hüllen absolut nicht zu empfehlen. Zu empfehlen sind die 6er-Streifen-Hüllen, da kriegst du nämlich einen 36er-Film auch sehr gut rein, selbst wenn du den im Finstern einlegst und noch die 4 Bilder zu 40 voll machst. Passend zu den Bildern, wenn man von hinten anfängt zu schneiden, dann ist es ja oft so, dass eigentlich nur noch ein Bild übrig bleibt. Wie machst du das dann?
Ich fange tatsächlich auch von hinten an zu schneiden, weil vorne gibt es ja diesen einen Streifen, der ja schon aus der Patrone rausschaut. Ja. Der verhindert, dass ein völlig einzelnes Bild vorne übrig bleiben kann. Denn selbst wenn vorne nur noch eins dran ist, habe ich immerhin noch die ganze Lasche. Und ich spule den Film immer so ein, dass die komplette Lasche noch mit dabei ist, dass ich irgendwas habe, um das Negativ dran festzuhalten und auch in die Bildbühne bequem einzuführen. Mhm. Denn wer schon mal versucht hat, ein einzelnes Negativ in seine Bildbühne des Vergrößerers reinzupfriemeln in der Dunkelkammer, der weiß, wie nervig das sein kann. Pushen, ja oder nein? Nein, ich habe am Anfang mit HP5 gearbeitet und war ganz glücklich, weil da drauf stand 400, 800, 1600 und dann konnte man so schön ankreuzen, was man gemacht hat. Und ich habe völlig ohne Not angefangen, einfach rumzupushen und habe an einem sonnigen Tag mit 800 ISO fotografiert. Toll. Was soll ich sagen? Die Bilder wurden körnig, die Bilder wurden sehr kontrastreich und hatten halt wenige Grauabstufungen. Ich mag das nicht. Wer das mag, der soll es bitte weiterhin so tun. Für mich ist es nichts. Ich halte Pushen für Misshandlung von Film. Aber das... Starke Worte. Brauchen wir hier auch nicht weiter zu vertiefen. Mach mir nur Feinde. Ja, Fotofeinde. Du hast ja mal wieder mal vom Runzelkorn gesprochen. Hattest du denn mal Runzelkorn in der Nähe? Ein einziges Mal. Ich habe mal einen Kodak Tri-X entwickelt und wollte ihn à la Agfa in einem Zwischenbad, also in einem Soda-Zwischenbad, als Auswässerungsbeschleuniger baden. Ja. Und habe den ganz großen Fehler gemacht, dass ich das Soda irgendwie in die Dose samt Film rein habe. Da war aber noch kein Wasser drin, habe dann das Wasser drauf getan. Nicht gut. Weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat. Das war eine ganz, ganz dumme Aktion und das ist noch nicht mal so wahnsinnig lange her. Normalerweise entsteht Runzelkorn aber eigentlich, wenn du große Temperaturschwankungen beim Filmentwickeln hast. Also das heißt, wenn deine Wässerung erst 25 Grad und dann plötzlich 18 Grad hat. So. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Deswegen bin ich inzwischen dazu übergegangen, eine große Kanne Wasser zu nehmen, dreimal durchzuwaschen und dann ist sowieso genug. Du bist ja jemand, der es schafft, 40 Bilder auf einen Film zu bekommen. Ist es nicht schwierig, die dann auch voll zu bekommen, wenn man dann nur noch so drei Bilder übrig hat und man will doch entwickeln und macht man dann nicht irgendwelche schönen Selbstporträts oder Bilder von Entwicklungsdosen? Tatsächlich gibt es auf den ersten Filmen extrem viele Bilder von Entwicklungsdosen, Mensuren, die schon teilweise gefüllt sind mit ihrem Entwickler. Und ich glaube, wenn man hier diesen unteren Streifen dieses Ordners einfach komplett absägen würde, dann wäre wahrscheinlich nicht viel verloren. Die letzten 6 Bilder habe ich meistens verschwendet und ich ärgere mich da im Nachhinein wahnsinnig drüber, weil das wären inzwischen 6x100, 600 Bilder. Und das ist eindeutig zu viel, besonders wenn man überlegt, dass Film heutzutage sehr, sehr teuer ist. Deswegen habe ich mir ganz stark vorgenommen, künftig weiterhin daran zu arbeiten, diese letzten Bilder auch effizient zu nutzen und nicht unruhig zu werden, sondern vielleicht wirklich das letzte Bild auch noch ein bisschen zu sparen. Guter neuer Film ist ja sehr teuer, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du gerne alte Orwo-Filme, die schon ein paar Tage abgelaufen sind, verwendest. Wieder machen oder lieber Finger weg davon? Finger weg davon. Also mein Resümee aus einer Rolle oder aus, ich glaube, 10 Metern Orwo zum selber konfektionieren ist, dass selbst in einer einzigen Dose, also es zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, je nachdem, an welcher Stelle wahrscheinlich die Wicklung gewesen ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind meine Ergebnisse sehr inkonsistent. Manchmal hatte ich 50 ISO, manchmal nicht und ich habe alle anderen Parameter da ausgeschlossen. So. Das heißt, die Enttäuschung war da irgendwie vorprogrammiert und das ist nicht notwendig. Deswegen verzichte ich in Zukunft völlig auf abgelaufene Filme. Und ich spreche jetzt da nicht von Dingen, die seit, weiß ich nicht, 2000 oder so abgelaufen sind. Die sind meistens noch in Ordnung. Aber alles, was irgendwie davor ist, sollte man die Finger davon lassen. Da hast du jetzt schon mal sehr, sehr viel aus deinen 100 Bildern, 100 Filmen rausziehen können. Hoffentlich werden es nochmal 100 Negative. Du hast ja schon auch, also das waren jetzt nur die Kleinbild-Negativ-Filme, oder? Ja, richtig, genau. Also ich habe die Mittelformate woanders abgeheftet. Die Farbfilme sind sowieso völlig außer Konkurrenz. Und natürlich sind auch die orthochromatischen Filme völlig außer Konkurrenz. Nein, ich habe noch nie einen orthochromatischen Film fotografiert. Ich nenne nur meine Filme immer mit der Abkürzung NP für negativ-panchromatisch, denn großer Orwo-Fan. Kann man gar nicht vergessen.
Ja. Dann war's es auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.